Roundabout Weihnachten habe ich euch ja das Mantis X Trainingssystem vorgestellt. Ein cooles, innovatives System. Kann es aber alle Fragen und Probleme eines Schützen lösen? Leider Gottes nein. Was macht das Mantis denn genau? Nun, das Mantis erkennt anhand eines Bewegungssensors, eines Gyrometers hier drin, ob die Waffe beim Betätigen, Durchziehen des Abzuges sich in irgendeiner Form bewegt. Es registriert Grifffehler, es registriert Abzugsfehler. Dafür ist dieses System absolut genial, denn es zeigt dem Schützen tatsächlich auf, wo er seine Fehler begeht. Ob er jetzt beim Durchziehen des Abzugs zum Beispiel die komplette Hand zusammendrückt, ob er zu viel oder zu wenig Finger am Abzugszüngel dran hat, ob er eventuell die Waffe beim Durchziehen des Abzuges in der Erwartung des Rückstoßes nach unten kippt oder gar nach oben kippt. Diese Bewegungen kann das Mantis wunderbar erkennen und das tut es auch. Und er zeigt es einem in der App auch an, wo der Fehler gemacht wurde. Das finde ich absolut genial. Diese Informationen helfen aber nicht dabei, wenn der Schütze, der das Mantis verwendet, Haltungsfehler hat. Wenn er falsch steht, wenn er die Schultern falsch hat, wenn er im komplett falschen Standriss drin ist. Zum Beispiel Weaver anstelle von Isosceles. Dass er vielleicht unbewusst zwar vom Abziehen her ein saubere Ergebnis erzielt. Ich sag mal, alles, was über 93, 95 Punkte ist, ist in meinen Augen ein gutes Ergebnis pro Schuss. Aber das hilft nicht in dem Moment, wenn ich aber ins Ziel gucke und mein Korn ist komplett links weg. Da mag ich noch so toll abziehen, meine Treffer werden trotzdem nach links wegfliegen. Dabei kann einem das Mantis leider Gottes nicht helfen. Das Trockentraining, was man zu Hause macht, und das Mantis kann auch für den scharfen Schuss verwendet werden, muss man ganzheitlich betrachten. Und das bedeutet, ich muss alle Aspekte des Schießens mit einbeziehen. Und dazu gehört selbstredend auch die Körperhaltung. Ich muss mich tatsächlich hinstellen und muss gucken, dass ich eben die Visierung genau ausgerichtet bekomme. Ich muss schauen, dass Kimme Korn eine Linie bilden, eine Höhe bilden, dass der Punkt und das Korn genau im Zentrum von der Kimme ist. Dann erst wird ein Schuh tatsächlich draus. Ich kann den ganzen lieben langen Tag hier den Abzug durchziehen und hohe Ergebnisse erzielen. Was mich aber nicht weiterbringt, wenn ich irgendwie so stehe, mal ganz übertrieben gesagt. Hilfreich kann es hierbei sein, wenn man zum Beispiel das Mantis-Training mit einer Laserpatrone koppelt, damit ich eine visuelle Anzeige dessen bekomme, was ich denn gerade getan habe. Auch dafür gibt es gezielte Trainingssysteme. Ich hoffe, ich bekomme von der Shooters Corner demnächst eins zum Testen. Es gibt da was, es ist nicht ganz günstig, aber es soll halt wirklich relativ einfach zu bedienen sein und es gibt viel Zubehör dafür. Ja, also schauen wir mal, ob ich das zur Verfügung gestellt bekomme. Aber damit kriege ich zumindest eine visuelle Anzeige, wo denn mein Treffer landen würde. Und dann kann ich zumindest daran sehen, ob ich trotzdem nach links weggehe und dann eben die Haltung ein bisschen anpassen muss. Aber ich bleibe trotzdem dabei, das Mantis X ist ein absolut empfehlenswertes Hilfsmittel, um bestimmte Fehlermuster des Schützen zu finden, zu analysieren und Wege zu finden, diese vielleicht auch zu beseitigen. Und dafür kann ich es, wie gesagt, absolut wärmstens empfehlen. Zu bekommen, wie gehabt, ist das Mantis X in der Shooters Corner zum Beispiel in Butzbach. Kleiner Nachtrag noch. Ich weiß, ich hatte vor kurzem eine weitere Challenge angekündigt, Mantis X Challenge. Ich bin, ganz ehrlich gesagt, schlicht und ergreifend nicht dazu gekommen, es weiter zu verfolgen. Und leider habe ich auch nicht wirklich so das Feedback bekommen von Interessenten, die daran teilnehmen wollen. Es macht relativ wenig Sinn, wenn ich diese Challenge alleine mache oder nur gegen einen anderen. Das heißt, wenn ich eine Challenge letzten Endes ausrufe oder anberaume, brauche ich auch ein ganz klein wenig Feedback, wer Bock hat. Die, die mich kennen, die das letzte Mal teilgenommen haben, die wissen, wie sie mich erreichen, um halt mitzuteilen. Und dann gucken wir, dass wir eine neue Challenge aufsetzen. Sorry, aber wie gesagt, ich hatte auch relativ viel in letzter Zeit um die Ohren. In diesem Sinn, wir sehen uns. Demnächst gibt es wieder weitere Videos.